Wollte! Wollte! Ich fühle mich ganz krank oben. Nein, du fühlst dich ganz grün. Also das, was hier im Moment im Hintergrund raschelt, das ist meine liebe Tascha, die jetzt hier... Alex, wo? Wo auch immer der ist. Hallo. Der hat sich beworben, also wir sehen ihn irgendwie nicht. Hallo Lisa. Hallo, müssen wir nochmal Hände waschen erstmal. Was Tollen. So manchmal gönnt man sich ja einfach was. Das mache ich jetzt wirklich das ganze Jahr. Also. Ja, moin. Wir haben übrigens im Moment gerade einen echten Live-Effekt. Sisi steht nämlich vor einem Mäusehaufen, keine 2 Meter von uns weg, beziehungsweise Maulwurfshügel. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück, wiedermals zur Bude von Tölz Morning Show und schon wieder ohne Uwe. Ja. Was ist denn jetzt die ganze los? Woche ohne Uwe. Uwe ist beschäftigt. Der ist beschäftigt. Ja. Heute habe ich keine Tastatur, aber der ist schon wieder wichtige Dinge am Machen. Der immer stand schon wieder heute Dinge. Morgen und sagte so, nee, Morning Show, nee, es geht keine nicht. Zeit heute. Keine Zeit. Ja. Keine Zeit. Das heißt, falls ihr Angst habt, dass ihr Uwe nie wieder seht hier, weil er euch verlässt, die Angst ist komplett berechtigt. Wir machen uns auch schon Sorgen. Das stimmt. Der möchte, glaube ich, die ganze Woche sein. Keine Morning Show. Das ist schon viel. Das ist schon wirklich viel. Warum geht mein Mikrofon in letzter Zeit eigentlich nie? Ich halte das mal so hoch, Gordon. Geht es jetzt? Ja. Jetzt geht das? Geht das jetzt noch? Ja. Okay. Nochmal willkommen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe kein Glück mit meinem Mikrofon momentan. Okay. Also vielleicht irgendwie. Vielleicht ist auch immer das Falsche. Nee, das war schon richtig. Okay. Ab jetzt, wo ich es hochgehalten habe, ging es dann. Ja. Das ist cool. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in den Chat. Hallöchen, Rubber Dog, hallo Fresh Auri, Basti, moin moin. Horstikruste, hallo. Wir haben heute wieder einige spontane Themen. Und ein neues Gesicht. Und ein neues Gesicht, habe ich voll vergessen. Danke, das Mikrofon hat mich rausgebracht. Und wir haben ein komplett neues Gesicht. Also die Leute kennen dich gar nicht. Ja, das stell dich doch mal ganz kurz vor. Ich bin Marc, auch bekannt als Ice-TZ. Ich spiele Rocket League hier für Team Expert. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich bin 19 Jahre alt. Noch irgendwo, wollt ihr noch irgendwas wissen? Na, ihr seid ja gestern angereist erst. Der Lukas war ja als erster da, den kennt man ja schon. Ja. Aber ihr hattet ein bisschen Probleme gestern hier anzureisen. Ach, das war ganz entspannt. 1,5 Stunden waren wir hier. Ja, gut. Gefühlt. Ich weiß so, dass Alex, ich weiß nicht, Alex hatte, glaube ich, um 11 Uhr in die WhatsApp-Gruppe geschrieben bei uns in der Firma. Ja, ich gucke jetzt mal, wie ich die Jungs in 2 Stunden irgendwie in München abhole. Ja. Das war sehr merkwürdig. Ja, genau. Also losgefahren bin ich immerhin so gegen 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr, und angekommen bin ich dann so 2 Uhr morgens, waren wir hier oder so, 1:30. Das war eine abenteuerliche Fahrt gestern. So ungefähr. Also es lief alles gut, bis dieser TGW in Karlsruhe nicht kam, mit dem ich gefahren wäre. Und dann wäre ich theoretisch 2 Stunden in München gewesen oder 3. Und so musste ich jetzt halt 7-mal umsteigen gefühlt und das hat ewig gedauert. Okay, ja, war natürlich echt ein unglücklicher Tag für unsere komplette Rocket League-Reiseplanung. Der Well hat es ja, glaube ich, gar nicht geschafft. Der versucht es heute nochmal, weil ich glaube, bei dem ist direkt der erste Zug ausgefallen. Oh. Okay. Weil wenn ich mich richtig erinnere, zumindest kam der, glaube ich, gar nicht los. Bei Wells Plan war, glaube ich, erst heute zu kommen. Ach so, also okay. Jetzt dann hoffen wir nur, dass es heute dann auch funktioniert. Ja, ich wollte gerade sagen, weil wir haben ein bisschen Angst, wenn Well nicht kommt, der ist ja unser Hauptcaster für unser Turnier am Samstag, dass wir dann irgendwen... Da musst du einspringen. Ich kann nicht. Du kannst dann Rocket League casten. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wir quatschen heute ein bisschen über das Turnier diesen Samstag, beziehungsweise morgen ist es ja schon. Dann haben wir noch ein paar wundervolle News-Themen für euch, weil gestern ist dann doch noch einiges passiert. Ich meine, gestern haben wir schon gut die Woche zusammengefasst, aber so zwei Sachen gab es gestern nochmal, über die wir heute nochmal eigentlich ganz, ganz gut reden können. Und später gibt es dann ein bisschen Rocket League Gameplay. Leider ist Kendrick heute auch nicht da. Der kommt leider auch nicht mehr. Der ist in seinem Arzttermin hängen geblieben und schneetechnisch und wettertechnisch sieht es heute auch wieder nicht ganz so gut aus. Hier runterzufahren, das stimmt. Tascha, setz dein Mikrofon auch mal ganz kurz hochhalten. Oh, okay. Der Gordi scheint da heute ein bisschen Probleme zu haben. Also irgendwie, ich weiß nicht, wir haben zwei sehr, sehr große Antennen da stehen. Ich hoffe, man versteht mich jetzt wieder. Immer noch nicht, aber an ist es.
Nein. Nee. Die Technik spielt verrückt. Das funktioniert immer gut. Ich weiß nicht, was dieser Funk soll. Ich meine, wir haben auch nur ganz kleine Antennen. Wirklich, ganz kleine Antennen. Ich weiß nicht, wie die Verbindung... Geht es jetzt, Tascha? Geht es jetzt, Gordon? Nein. Ja, ist ganz schlechte Verbindung hier drin. Oh, ist Mann. Auch weit, die Strecke. Ist auch eine weite Strecke, ich wollte gerade sagen. Also da braucht man schon hochmoderne Funktechnik. Sehr merkwürdig. Okay, aber ihr hört Tascha. Vielleicht redet ihr auch einfach nur viel zu leise. Ja, vielleicht. Ja. Jetzt geht's. Also es liegt am Tisch. Ja, es liegt definitiv am Tisch. Wundervoll. Okay, ich hoffe, dann funktioniert jetzt alles. Das ist so ein Funkblocktisch. Meinst du? Ja. Hast du auch kein Netz darunter? Nee. Oh Mann. Okay, jetzt habe ich wieder vergessen, wo wir waren, Tascha. Diese Woche irgendwelche interessanten Themen, die interessante du noch ansprechen wolltest. Ich wollte gerade sagen. Die wir vergessen haben gestern. Was heißt vergessen? Die sind gestern erst so richtig modern geworden. Was wir auch gestern vergessen haben, es ging ja um Releases im Januar. Ja. Monster Hunter kommt am 26.01. raus. Ja, das startet, da läuft momentan wieder die Beta, oder? Ich glaube sogar auf dem PC. Das mag sein. Ich habe auch von irgendwo mal gehört, dass es vielleicht auch für den PC rauskommen wird. Habe allerdings keine verlässliche Info dazu. Nee, soweit ich weiß, steht das fest, dass das für den PC rauskommt. Okay. Also außer ich irre mich da. Aber ist der Release für Xbox und PlayStation am 26. Kannst du mir kurz mit deiner Gabel und helfen? Ich muss die Weißwurst trennen. Und mit ein bisschen Glück spiele ich das vielleicht nächste Woche dann auch mit Kendrick. Da bin ich gespannt. Mhm. Das heißt, nächste Woche gibt es dann schon mal Kendrick und Tascha in Monster Hunter World. Ja, vielleicht. Kann man das direkt im Koop spielen? Ich meine, es ist ja so ein bisschen Koop-MMO-mäßig. Ich glaube, du kannst es im Koop spielen. Ich weiß allerdings nicht, wie gut oder weniger gut das funktioniert. Damit werde ich mich dann nächste Woche auseinandersetzen. Ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es Open World ist. Ah, Basti schreibt gerade auch nochmal, Monster Hunter kommt erst viel später auf den PC. Das wurde schon verschoben. Ja. Aber wir haben ja zum Glück jegliche Konsole hier stehen. Ja, wir haben ja alles da. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich glaube, wir haben mittlerweile wirklich alle Konsolen im Haus. Wir haben eine PS4, wir haben eine Xbox One. Wir haben eine Switch. Wir haben eine Switch. Eigentlich könnten wir auch dann dieses Labo für die Switch ausprobieren. Das wäre vielleicht auch ganz lustig, wenn das rauskommt, wenn wir uns eine Version davon holen. Ja, das dann können wir gerne das machen. Hier live im Stream basteln, morgens in der Morningshow anmalen und so. Lass uns das machen. Ich habe gestern noch das Ankündigungsvideo dann nochmal nachgeschaut. Mhm. Und das sieht ja schon, also ich meine, es sieht witzig aus, aber auch schon echt wirklich nur nach Spielerei. Also ich glaube. Ja, na klar. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht gerade günstig. Ne? Ich meine, im Endeffekt kaufst du immer noch einen Haufen Pappe für 80 Euro. Das stimmt. Mit dem du dann deine 300-Euro-Konsole zu einer, weiß ich nicht, in einen Pappkarton legen kannst. Ne? Böse Zungen sagen, die wird schon im Pappkarton geliefert, aber mit dem kann man halt aber, nicht so viel machen. Wo ich den Trailer gesehen habe, ich war trotzdem überrascht, wie cool halt trotzdem diese Pappsachen sind, die man daraus basteln kann. Weil es ist nicht einfach nur, ja, das sieht halt aus wie so eine Angel vielleicht ein bisschen, sondern du kannst da halt wirklich dran drehen und so Sachen. Also gut gemacht sind die auf jeden Fall. Das einzige oder die einzige Skepsis, die ich hatte. Gut gemacht, aber ja, gut gemacht sind die. Also ich meine, wenn du dann diese Angel gebaut hast. Ja. Also du hast jetzt deine 3 Stunden deine Pappangel gebaut. So, und dann spielst du jetzt 2 Minuten dieses Angelspiel. Ja. Was machst du dann? Ich meine, du wirst ja jetzt nicht weiter damit spielen, dann hast du eine Pappangel für deine Switch und ein Angelspiel. Aber ich meine, das benutzt du ja dann nicht mehr. Ja, aber es ist auch, glaube ich, mehr für Kinder, damit die da erstmal 18 Stunden lang an dem Ding rumbasteln, um dann 7 Minuten zu spielen, weil sie ansonsten einfach nur 7 Minuten spielen würden. Ja, gut. Aber es ist schon merkwürdig. Hey, Justin, dir auch einen schönen Tag. Schon gelost. Gelost wird erst heute Nachmittag, 16 Uhr. Werden die Teams ausgelost. Also ihr habt noch Chancen. Ich wollte gerade sagen, also wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt noch für das Rocket League Turnier anmelden. Bis 16 Uhr, wie gesagt, habt ihr noch Zeit, dann wird die Anmeldung geschlossen. Und dann erfahren wir, gegen wen ihr unter anderem auch am Samstag spielt. Schon gespannt. Hast du ein bisschen, ich meine, du hast ja die Invite-Teams, glaube ich, schon gesehen, oder? Ich habe davon gehört. Ich weiß nicht, wie das... Also wir haben sie noch nicht öffentlich bestätigt, deswegen müssen wir das jetzt ein bisschen unter Verschluss halten. Okay. Aber wie schätzt du so die Chancen ein, dass wir unser eigenes Turnier gewinnen? Also... Es ist schon möglich. Also Koka vor allem ist halt extrem stark im 2 gegen 2. Im 2 gegen 2 muss ich mir erst noch ein bisschen reinfinden. Ich bin ja hauptsächlich 3 gegen 3 gewohnt. Und ich hoffe einfach, dass der mich da durchziehen kann. Nee, so nicht ganz. Also wir werden das schon machen. Also wir haben auch so jetzt ein bisschen noch 2 gegen 2 zusammengespielt. Werden wahrscheinlich auch später noch ein bisschen 2 gegen 2 spielen, dass wir da ein bisschen reinkommen. Die anderen Teams sind jetzt natürlich auch nicht schlecht, die ich bis jetzt kenne. Da sind schon so die einen oder anderen dabei, von denen ich denke, dass es halt extrem knapp werden kann. Aber alles in allem können wir das auch schon schaffen. Da bleibt halt nur noch zu fragen,
welche Teams dann ausgelost werden. Mhm. Weil natürlich können das Leute sein, die man gar nicht kennt. Aber ich habe bei den Bewerbungen schon gesehen, dass da doch auch der ein oder andere Name dabei ist, wo sogar ich gesagt habe, okay, das habe ich schon mal gehört. Mhm. Und ich bin ja eigentlich gar nicht so in der Rocket League-Materie. Das heißt, je nachdem, wie das Los entscheidet, sind da dann eventuell auch noch ein paar wirklich harte Gegner bei. Ja. Und ich finde es natürlich super cool, wenn eins der ausgelosten Teams dann am Ende irgendwie ins Finale kommt oder sowas. Ja. Das wäre schon schön zu sehen, wenn nicht nur die Invite-Teams, sag ich mal, übers Viertelfinale hinwegkommen, sondern dass es halt wirklich ein abwechslungsreicher, spannender Tag wird. So. Wer weiß, vielleicht ist auch das ein oder andere Team dabei, was man überhaupt gar nicht kennt. Und was danach an irgendwelchen dicken Turnieren auf einmal teilnimmt, weil es einfach totale Talente sind. Die haben dann stehen in ihrer Twitter-Bio: Professional Rocket League Player, Team Expert Weekend Clash Finalist und dann Rocket League World Champion 2018. So. Perfekt. Vielleicht, ne? Wer weiß. Vielleicht werden ja neue Talente aufgedeckt. Ich bin gespannt. Ja. Generell bin ich aber gespannt, wie das morgen aussehen wird, weil das ist ja wirklich so unser erstes komplett eigenes veranstaltetes Turnier. Ja. Zumindest was online betrifft. Wir hatten zwar schon ein, zwei Events, wo wir dann halt Offline- und LAN-Turniere gemacht haben. Aber ich glaube jetzt nochmal mit Rocket League und gerade auch, weil das so kurzfristig jetzt so als kleines Testlaufturnier geplant war, könnte das doch echt witzig werden morgen. Spielt Almost Bob Ross mit oder zeichnet er am Analyse-Desk? Der wird nicht mitspielen, der liebe Lucky, sondern der ist morgen tatsächlich als Co-Caster dabei. Mhm. Dann hoffentlich zusammen mit Well, wenn die Bahn fährt. Ja, und hoffentlich ist er bis dahin dann auch morgen wach. Ja, hoffentlich ist er dann wach. Weil eigentlich ich meine, wir fangen um 3 Uhr an, wir wollten eigentlich um 10 Uhr anfangen. Ich wollte was ist das denn für unchristliche Zeiten? Naja, wir dachten, also erst war eine etwas größere Turnierphase geplant, aber wegen der Kurzfristigkeit haben wir uns dann doch für das für 8 Teams entschieden, statt 16 war erst geplant. Aber hätten wir 16 Teams gehabt, hätten wir noch eine Runde davor spielen müssen. Und deswegen wollten wir eigentlich den Start so gegen 11 Uhr legen. Ich glaube, 11 Uhr war geplant. 12 Uhr? 12 Uhr war geplant. 12 Uhr wollten wir eigentlich anfangen, dass wir dann so gegen 14 Uhr mit den Quarterfinals beginnen. Und jetzt ist es auf 15 Uhr gerutscht. Ist dann doch, glaube ich, aber auch für alle Beteiligten ein bisschen angenehmer. Mhm. Ja. Ja, wir sehen das immer so, wir haben immer unsere Arbeitszeiten hier, wir kommen um 9 Uhr hier hin und wollen E-Sport machen. Und ich weiß zum Beispiel gar nicht, warum Alex morgens um 9 Uhr hier zur Arbeit kommt, als E-Sport-Manager. Und der sitzt dann immer hier erstmal und dann denkst du so, Alex, was machst du so? Ja, ich warte, bis alle wach werden. So. Also ich glaube, bis auf Mo momentan hat Alex niemanden zum Reden morgens. Der neue Mo. Ich weiß nicht, wann stehst du immer so auf? Wollen wir nicht drüber reden. Wollen wir nicht, okay. hat sich schon erledigt. Aber das Gespräch hatten wir ja gestern schon. Ob man als E-Sportler lieber durch die Nacht, sag ich mal, zockt oder tagsüber. Ja, es gibt halt immer das eine bekannte letzte Spiel, ne? Also noch so ein letztes Spiel und dann noch eins und dann noch wenn eins. Wenn du das gewinnst, musst du natürlich noch eins spielen, ja, aber wenn du das verlierst, mit dem Lose, dann bist du ja gerade mit dem Lose, kannst du nicht ins Bett. Ja. Das ist immer ziemlich kritisch, das ist immer schwierig, das letzte Game. Wir hatten noch ein paar News gestern, genau genommen eigentlich nur wirklich zwei große News. Zum einen hat die Overwatch League, ist ja momentan doch in aller Munde, mit auch ganz passablen Zuschauerzahlen. Ich sag mal, ich hätte das ein bisschen größer eingeschätzt. Die haben jetzt so ein Average von so 160.000, 170.000 Zuschauern bei den Overwatch League Matches, was jetzt nicht schlecht ist. Aber jetzt verglichen mit den Zahlen und mit den Geldsummen, die schon vorher, sag ich mal, in der Presse standen über die Overwatch League, dann doch auch nicht so viel. Ich glaube, in den ersten 4 Tagen hat die Overwatch League 10 Millionen einzelne Zuschauer erreicht, was wie gesagt nicht schlecht ist, aber wenn man jetzt bedenkt, dass da viele, sag ich mal, Sportclubs aus den USA da sind und ich hatte einen Vergleich gesehen, das war ein Footballspiel oder ein Basketballspiel, wo dann an einem Spieltag halt 30,4 Millionen Zuschauer waren im Vergleich zu 4 Tagen. Ist halt die Frage, wie die Investoren das sehen. Wahrscheinlich ist aber auch das Investment dann deutlich geringer. Mhm. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie da so das Return of Investment für die einzelnen Teams ist, ob sich das am Ende wirklich lohnt oder ob die, sag ich mal, mit Minus da rausgehen. Mhm. Ich denke mal, das wird halt so das Hauptargument dafür sein, ob die Overwatch League dann fortgeführt wird oder vielleicht auch in einem Jahr schon wieder vorbei ist. Aber Blizzard meinte ja auch selbst, dass irgendwie in den ersten 3 Jahren ist das so mit Glück plus minus null. Mhm. Trotz allem läuft es ganz gut mit der Overwatch League, denn die haben jetzt einen neuen Sponsor veröffentlicht. Und damit geht eine weitere Automarke tatsächlich in den E-Sport. Oh, okay. Und zwar ist neuer Sponsor der Overwatch League mit Autos, die auch dann auf den Events vertreten sein sollen, Toyota. Mm.
Gibt es dann bald so eine Special Edition von Toyota? Vielleicht. Mit so einem Reinhardt drauf oder einer Tracer? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Fände ich aber witzig. Vielleicht kannst du dann so einen kleinen Toyota kaufen mit so einem Tracer-Skin oder sowas oder mit den Farbkombinationen. Oder vielleicht so das, in den Overwatch League Teamfarben. Bei Smart mit den Schuhen gemacht haben, kriegst dann irgendeinen coolen Special Tracer-Skin dazu. Ich wollte gerade sagen, das gab's ja mal. ich glaube, das ist. Also es ist zumindest ja nicht das erste Mal, dass ein Autohersteller in den E-Sport geht. Mittlerweile ist ja jeder Autohersteller schon fast vertreten. Ich meine, wir haben Mercedes, die mehrere ESL-Events sponsern. Mhm. Ich glaube, Audi hatte auch schon ein eigenes E-Sport-Team im Counter-Strike-Bereich gesponsert. Wenn ich mich richtig erinnere, war... Ja doch, das müsste Audi gewesen sein. Ich glaube, Gordon kann mir das bestimmt sagen. Das war Audi, okay. Wundervoll. Und jetzt halt Toyota. Und das reiht sich natürlich super in unser Gespräch von gestern ein. Gestern haben wir so ein bisschen darüber geredet, was es noch braucht, sag ich mal, damit auch in Deutschland der E-Sport etablierter ist. Da hatten wir halt von großen Werbepartnern und Investoren gesprochen. Und sag ich mal, Automarken sind da ja ein sehr, sehr bekanntes und gutes Beispiel. Das klappt ja auch im Fußball ganz. Ich wollte gerade sagen, das klappt wunderbar. Im Fußball. Eine Automarke kennt jeder und das ist definitiv, das zeigt ja jetzt auch jemandem, der sich gar nicht damit beschäftigt, okay, da muss irgendwie was hinterstecken. Das ist irgendwie dann doch seriös, auch wenn es nur irgendwas mit Computer ist. Wenn da Audi hintersteht oder sowas, dann ist das vielleicht doch was Interessantes. Ich wollte gerade sagen, also sieht auf jeden Fall gut aus für die Overwatch League. Die scheinen da einiges richtig gemacht zu haben und jetzt mit Toyota als neuem Sponsor geht das sicherlich auch weiter in die richtige Richtung. Ich dachte, der Uwe kommt mal hoch. Wollte schon wegen, hatte mich schon gefreut. Außerdem gab es gestern dann, das wussten wir auch gestern schon, ein riesengroßes... Oh, ja. Audi hat Astralis gesponsert. Astralis war das, genau. Es kam nämlich dann auf der ESL One 2016 war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, kamen die dann in dicken Audis mit Astralis-Logo angefahren. Das ist cool. War nicht schlecht. Wann kriegen wir unseren Autosponsor hier bei Team Expert? Frage ich mich auch, wann Team Expert einen Autosponsor bekommt. Ich meine, in Uwes Wünschen wäre es ja wahrscheinlich Land Rover dann. Das heißt, ein Team Expert Land Rover. Das wäre lustig, stell dir mal vor. Ja, schön so in Orange... Vielleicht sollten wir da mal eine Anfrage machen. Ja, würde Uwe auf jeden Fall gefallen. Mhm. Also ich glaube, wenn das klappen würde, dann wäre würde Uwe, glaube ich, auch jeden Morgen immer... Der wird gar nicht mehr zur Arbeit kommen, der wird nur noch fahren. Ja, und wenn er zur Arbeit kommt, dann mit dem glücklichsten Gesicht der Welt. Und mit dem Schlüssel die ganze Zeit so in der Hand, das Team Expert-Logo. wir haben es gestern schon mitbekommen, vorhin hat er gestern ein Update spendiert bekommen, gerade genau dann, als wir es spielen wollten, deswegen dann die Server 2 Stunden down waren und wir PUBG spielen mussten. war nicht so tragisch. Heute ist das Spiel aber bereit, das Update ist raus und wir haben einige neue Änderungen. Eigentlich ist so bis jetzt das größte Update, was Fortnite BR so in den letzten Monaten bekommen hat, weil zum allerersten Mal wirklich sehr, sehr viele Elemente der Map verändert bzw. erneuert wurden und auch wieder komplett neue Orte sind. Wir haben einen kurzen Trailer dazu, den können wir gerade mal im Hintergrund zeigen. Dann seht ihr eigentlich auch direkt, wovon wir reden. Es gibt jetzt, ich glaube, 2 wirkliche neue Städte, wenn ich mich richtig interessiere. Das, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben einmal die Tilted Towers, die Shifty Chefs. Das ist so ein bisschen minenmäßig Untergrund. Das gab es bis jetzt gar nicht. Den Junk Junction Schrottplatz gibt es noch. Dann das Motel Vacano, was auch recht interessant aussieht. Also unglaublich viele neue Orte. Die jetzt natürlich auch das Gameplay ein bisschen spannender einfach gestalten. Weil, keine Ahnung, also ich war mittlerweile in Fortnite so weit, dass ich immer nur noch jede Runde an einem einzigen Ort gespawnt bin. Das heißt, ich bin immer an der gleichen Stelle gelandet und habe immer das gleiche durchgespielt, egal wie das für. Ich bin immer zur Greasy Grove gegangen. Nee, Pleasant Park. Greasy Grove. Pleasant Park ist für uns so. 90% der Wins kommen von Pleasant Park. Okay. Ja, meine Wins kommen nie, aber es geht trotzdem meistens Greasy Grove. Ich nenne sie mittlerweile auch die Easy Grove. Ja. Nee, ich finde, das ist einfach, wenn man hat es selber einfacher, wenn man uns mit einem Ort geht, weil man halt genau weiß, okay, in welchen Häusern, sag ich mal, wo ich die Kisten finde und wo wahrscheinlich die Gegner landen, wie ich die am besten ausmoven kann. Also ich finde, es bringt einem mehr, immer an dem gleichen Ort zu landen, einfach um so ein bisschen besseren Überblick zu haben. Das ist auch immer so eine Loot-Route dann. Du weißt genau, wie du langlaufen musst und auch, was du machst, wenn du mit der Stadt durch bist. Also bei uns war das früher immer so, dass wir nach Pleasant Park dann zum Loot Lake gegangen sind und da halt immer Leute gesucht haben. Jetzt können wir theoretisch auch noch zu den Tilted Towers gehen, aber die sind sehr, sehr unübersichtlich. Ja, die Tilted Towers sind jetzt im Westen, ne? Westen, mittig, zwischen den Bergen. Unterm Blood Lake direkt. Ach, unterm also Blood Lake links, direkt. Links unterm Blood Lake. Oh. Okay, dann sind die auch in der Route. Weil wir haben immer gespielt, wir sind immer in der Greasy Grove gelandet und sind dann rüber zu den Bergen, da wo der gecrashte Bus ist. Und da die goldenen Kisten mitgenommen und die einzelnen Gebäude und sind dann auch hoch Richtung Blood Lake gegangen. Weil ich weiß nicht, warum, ich hasse den Blood Lake, aber da kriegt man immer mindestens ein Team, was da irgendwo rumläuft. Also ich glaube, du kannst nirgendwo einfacher Gegner finden. Wollen. Ja, eben. Ja. Man möchte ja auf Kills spielen. Der Rest ist ja langweilig. Genau. Man baut ja nicht Fortnite, um sich ein schönes Haus zu bauen und dann bis in die Top 10 einfach zu warten. Gibt es eigentlich auch welche, die halt einfach nur irgendwas Fettes da hinbauen und dann warten? Ja, sieht man öfter. Leute, die einfach in die Mitte des Zirkels rennen und dann sich einfach die farmen. Also die gehen auch gar nicht richtig looten, sondern die looten irgendwie 3 Häuser, dann hauen die 500 Bäume weg.
Okay. Oder sag ich mal Autos, Stein und dann bauen die so einfach einen Turm in die Mitte. Ja. Hm. Funktioniert okay. Eigentlich nur nie. Nee. Weil wenn nee. Du dann da stehst. Du kommst halt in die Top 10, aber ich wollte gerade sagen. Okay. Und dann pusht dich jemand und dann hast du ja auch nichts davon. Ja, nee. Ich glaube, du kriegst sogar bei Fortnite dann weniger Erfahrung, als wenn du tatsächlich Kills gemacht hast. Das kann sein. Deswegen, aber es ist auch total langweilig. Ja, glaube ich. Ich meine, es gibt ja schon manchmal in PUBG dann Leute, die sich einfach irgendwo liegen bleiben für das ganze Spiel und warten und nichts machen. Mhm. Kann auch spannend sein. Ja. Wenn man sehr viel Geduld hat. Ja. Das ist dann so ein bisschen wie so ein Stealth-Spiel. Mhm. Wobei ich das fast schon auf Sieg spielen finde halt einfach. Du wartest, du willst halt mit einem Kill das Spiel gewinnen. Das ist halt ja, im Endeffekt ist es klug. Weil ich meine, ja, es geht auch um alle anderen zu überleben. Wie man das anstellt, ist ja, sag ich mal, seine Sache. Ich meine, du kannst alle anderen überleben, indem du alle anderen tötest. Hm. Du kannst aber auch einfach stehen bleiben und warten, bis sich alle anderen töten. Ja. Aber Erstes macht halt meistens deutlich mehr Spaß. Vor allem aber die Erfolgsrate ist halt geringer. Und ich finde, Erstes ist halt auch besser, weil du lernst, mit den Waffen umzugehen. Du lernst, wie welche Waffen schießen, wenn du die denn benutzt. Wenn du gar nicht vorhast, sie zu benutzen, ist das ja auch total egal. Ja, eben. Dann ist einen Kill musst du halt trotzdem machen. Ja, einen Kill musst du machen. Nicht unbedingt. Also mir ist es tatsächlich auch schon öfter passiert, dass ich in einem Kampf mit zwei anderen war und die sich gegenseitig getötet haben. Es ist selten, aber es passiert halt wirklich. Entweder durch irgendwelche Sniper-Duelle, wenn sie beide gleichzeitig schießen. Das ist, glaube ich, schon 4-5 Mal passiert, dass ich mit der K98 auf jemanden geschossen habe und wir am Ende beide tot waren. Okay. Das ist immer ziemlich ekelhaft, weil du denkst, boah geil, ich habe einen Schuss getroffen, aber weder ich habe was davon, noch der Gegner hat irgendwas davon. Das ist einfach über jetzt. Das ist, als hätten wir beide disconnected. Niemand hat irgendetwas erreicht. Nee, nee. Grausam. Schrecklich. Aber bei Fortnite finde ich das dann doch echt noch langweiliger. Ich meine, man sieht in den Trailern ja immer dann so große Kämpfe, wie 4 Leute eine riesige Burg gebaut haben und dann andere 4 Leute sich da reinbauen. Also es passiert halt nie. Ich weiß es nicht. Also die einzigen Gebäude, die ich sehe, sind so... einzelne Türme, die hochgehen. Also wenn ich spiele vor, also ich habe das noch überhaupt gar nicht gespielt, aber wenn ich mal manchmal irgendwie über so einen Stream stolper, wo das gerade läuft oder sonstiges, sich immer nur wie irgendwer eine Treppe baut. Mhm. Das war's. Irgendwie baut, ich sehe immer nur, wie Leute Treppen bauen. Na gut, theoretisch werden dann oft auch aus Treppen Türme, weil du dich ja noch in alle Richtungen schützen musst. Ich wollte jetzt sagen. Okay, aber ich sehe immer nur, wie irgendwer irgendwo hinläuft und dann ist da diese Treppe. Eine Treppe macht das ja auch die beste Deckung, ne? Weil du kannst dran hochlaufen und kannst drüber schießen. Ja, und vor allem kannst natürlich. Du, das ist das Schöne, aber das ist so das Einzige, was ich so davon mitbekommen habe. Also ich baue auch fast nur Treppen. Okay. Ich glaube immer, diese typische Taktik ist, du gehst auf eine erhöhte Position, dann baust du eine Treppe, das heißt, du kannst selber gucken, wie weit du piekst. Dann baust du vor die Treppe quasi so noch eine Wand, dass die Leute nicht direkt auf die Treppe schießen können. Und dann bist du eigentlich perfekt abgesichert. Dann kannst du zwar hinter dich rum, noch nach hinten eine Wand bauen vielleicht. Ja, dass du klar, dass Schutz du von hinten nicht von irgendjemandem gepusht wirst. Und manchmal baut man dann auch wirklich ein komplettes kleines Haus und haut dann noch ein paar Fallen rein. Mhm. Ich habe zum Beispiel letztens, da hatten wir mit Melo, als Melo noch da war, haben wir auch Fortnite gespielt, hier in der Bude. Und da hatten sich auch zwei Typen, die hatten sich in einem Haus so ein richtiges, das sah aus wie in, irgendwie, wie man das aus Saw kennt oder so. Die haben sich die ganzen Wände in dem Haus abgerissen, da dann eigene Gänge reingebaut mit verschiedenen Fallen und Dead-Ends und haufenweise Türen nach außen und sowas. Und das hätte auch fast funktioniert. Die sind am Ende trotzdem dann gestorben, aber ich glaube, wir sind zweimal in eine Falle gerannt von denen. Und das war echt fies. Die saßen dann beide einfach nur in dem Raum oben drin und haben ab und zu mal aus 5 verschiedenen Türen geschossen. Mhm. Also das hat auch ganz gut funktioniert. Okay, cool. Ist aber halt sehr aufwendig. Ja, und im Endeffekt kann ich auch sagen, ja, schießt das Haus jetzt mit Raketen kaputt. Vor allen Dingen musst du doch bestimmt auch Glück haben am Anfang, dass du überhaupt so viel Zeit hast, dann so ein krasses Haus da irgendwo hinzustellen, oder? Nee, das geht eigentlich. Also okay. Du musst halt ein bisschen außerhalb landen. Also wenn du in Fortnite willst, das Schöne in Fortnite ist nicht wie in PUBG, wo du so, sag ich mal, deine Landung von der Flugzeugroute abhängig ist. In Fortnite kannst du eigentlich überall hin direkt zu anfangen. Also du erreichst jeden Bereich auf der Karte durch den Fallschirm, wenn du dir ein bisschen Zeit lässt. Mhm. Das kannst du noch komplett abusen, indem du einfach Fallschirm auf und zu spammst. Und dann kommst du eigentlich so weit, dann könntest du dreimal, glaube ich, um die ganze Karte fliegen. Ich weiß auch nicht, ob das mal irgendwann gefixt wird. Ich hoffe nicht, weil das ist eigentlich ganz cool. Ja gut, theoretisch kannst du auch schon in der Luft überleben, bis nur noch 30 da sind. Ja, das ist, also so, du kannst wirklich einfach ewig lang spammen. Ja. Das ist krass. Hm. Deswegen, also wenn man das möchte, wenn man wirklich sich sehr defensiv bauen möchte, das geht. Hm. Aber du hast doch auch so einen Kreis, der sich verkleinert, oder nicht? Was denn, wenn du dann nach voll weit außen irgendwo dein Nirgends hast? Hast Pech gehabt. Das ist doch voll doof, dann sich am Anfang irgendwas... Wie lange dauert es denn, sich so ein Haus zu bauen? Wenn du schnell also wenn bist, du jetzt, eine Minute. Wenn du jetzt aber so ein Haus baust wie die, wo du meintest. Wenn du genau weißt, was du möchtest, wahrscheinlich 1-2 Minuten. Ah, okay. Also außer die haben sich jetzt voll die Gedanken gemacht und gesagt, pack ich ein Fenster hin, das ist gut für mein Feng Shui, so, dann dauert das vielleicht länger. Aber normalerweise dauert das nicht so lang. Ah, okay. Und du kannst natürlich... Diese kleinen Standardhäuser zum Kämpfen, die brauchen 30 Sekunden oder so. Ja. Die hast du direkt gebaut. Manche Leute sind ja auch so krass am Bauen, dass sie wirklich... Ich habe zum Beispiel bei Perik spielt ab und zu jemand mit,
Der baut so unglaublich schnell. Also ich würde schon sagen, ich baue relativ schnell Treppen und sowas und komme eigentlich überall schnell hoch und runter. Aber der hat das auf die Spitze getrieben. Der hat ein Haus gepusht und hat dann, während er sich hochgebaut hat, den Gegner gleichzeitig zugebaut. Also noch eine, er hat sich hochgebaut, gleichzeitig quasi mit Wänden den Gegner von sich abgetrennt, hat dann noch Fallen platziert und alles, indem er in einer Linie die Treppe hochgelaufen ist. Und ist dann runtergefallen, hatte aber direkt, sag ich mal, dann wieder so einen Bunker um sich drum gebaut, um sich hochzuheilen. Also der war unglaublich schnell. Das hat mich fertig gemacht. Ich dachte vorher, ich wäre gut in dem Spiel und wäre auch ganz gut im Bauen. Dann habe ich das gesehen und dann wollte ich eigentlich gar nicht mehr spielen. Ja. Hab ich mir gedacht, okay, wow. Aber das ist ja auch so ziemlich, also das Bauen ist ja wirklich unglaublich wichtig in Fortnite. Ja. Einfach dadurch, dass du relativ schnell stirbst, gerade gegen zum Beispiel Shotguns, wenn du zum Beispiel jemanden pushen willst, musst du eigentlich Baumaterialien benutzen. Mhm. Weil wenn jemand dich sieht und du ihn pushen möchtest, wenn er, sag ich mal, Treppen gebaut hat, dann bist du immer im Nachteil. Okay. Und du musst halt wirklich dein Gebäude so nutzen, dass du, sag ich mal, in Deckung an ihn rankommst. Und dann kannst du halt die stärkste Waffe vorne nutzen, nämlich die Shotgun. Und wenn du damit umgehen kannst, hat der Gegner eigentlich verloren. Hm. Weil ich meine, also siehst du das genauso? Ich finde, die Shotgun ist die allerstärkste Waffe im Spiel. Das kommt drauf an. Also wenn du es schaffst, die so zu pushen, beziehungsweise über die zu bauen und dann reinzuspringen bei denen, dann auf jeden Fall, dann ist die Shotgun schon krass. Also es kommt, ich finde beide tatsächlich ziemlich krass. Also die automatische spiele ich persönlich lieber, einfach weil mein Aim scheiße ist. Aber jetzt diese normalere quasi, die haut da schon ordentlich rein. Damit kannst du easy one-hitten, wenn du neben einem stehst. Ich wollte gerade sagen, die macht, glaube ich, über 200 Schaden auf Headshot. Das heißt, du kannst komplette Rüstung und du kannst den Gegner komplett one-hitten damit. Okay. Egal, wie gut equipped er ist. Also ich spiele tatsächlich nur noch die Pumpgun quasi. Und nicht mehr die normale halbautomatische. Außer ich finde eine lila halbautomatische. Das ist der einzige Grund, wo ich dann mal wirklich von einer weißen oder von einer grünen Pumpgun hoch upgrade. Aber das stimmt so, das triggert sehr, weil man schießt sehr langsam damit und wenn du nochmal klickst, dann kommt nicht sofort der Schuss, sondern sag ich mal, der schießt dann erst, wenn die Waffe bereit ist. Und das macht das Aim und gerade wenn du den ersten Schuss, sag ich mal, verfehlst, hast du eigentlich schon verloren. Okay. Es gibt Leute, die spielen dann zwei Shotguns, schießen einmal, wechseln zum nächsten und schießen dann nochmal. Aber ehrlich gesagt, dafür bin ich zu doof. Also ich krieg das nicht hin so schnell. Dann schieße ich lieber mit der gleichen nochmal und konzentriere mich aufs Aim, als dass ich jetzt noch irgendwie die Waffe wechsle und dann nochmal versuche zu schießen. Das wird mir dann zu viel. Aber vielleicht kommt das dann nochmal in 50 Leveln Fortnite, ich weiß es nicht. Vielleicht geht das der dann. Painty hatte eben schon geschrieben, also ich spiele PUBG, wie ihr das sagt, looten und dann sehr viel verstecken und den Kampf nur nehmen, wenn es nötig wird und komme im Schnitt immer unter die Top 20. Aber ist klar, wenn man viele spielen halt natürlich sehr offensiv PUBG, weil... Ich spiele eigentlich nur auf Kills. Also mich interessiert der Win erst, wenn ich in den Top 20 bin. Und wenn du dann natürlich sehr defensiv spielst und dich viel versteckst, dann... Klar, kommt man wahrscheinlich trotzdem ziemlich weit. Aber das liegt wahrscheinlich nur daran, dass ich im Durchschnitt eher so Top 50, Top 60 komme. Mhm. Weil wenn ich irgendwo jemanden schieße, ich kann gar nicht anders. Ja. Das ist total egal. Ich stehe mitten auf dem offenen Feld, da hinten läuft einer. Wenn ich jetzt schieße, dann weiß jeder um mich herum, dass ich da stehe und ich bin das einfachste Ziel für alle anderen. Aber ich schieße trotzdem. Ja. Und dann sterbe ich und denke mir so, ja, das war jetzt echt dumm. Aber ich werde es nächstes Mal genau wieder tun. Mhm. Keine Ahnung. Ich bin wirklich jemand, ich muss immer jeden Kampf eingehen in dem Spiel. Jeden einzelnen. Also ich kann auch nicht aufhören damit. Egal, wie was für einen großen Nachteil man hat. Auch in Fortnite. Ich muss immer kämpfen. Ich finde das einfach, ich kann das gar nicht mich irgendwie hinhocken. Wie gesagt, außer in der Top 10. Dann überlege ich schon mal eher, okay, ich lasse den jetzt vorbeirennen, weil ich habe eine gute Position, will nicht aufgeben oder sowas. Aber sonst... Weiß ich nicht. Das sehe ich genauso. Bei uns ist es auch so, wenn wir Squads spielen, wir haben generell bei uns auf dem Teamspeak so zwei Leute, finde ich, also unter anderem Koka, der jetzt auch hier ist in Rocket League spielt, und dann noch Auri, die sind ziemlich krass in Fortnite und wenn wir dann Squads spielen, so eine Runde mit unter 20 Kills, ist auch keine gute Runde bei uns, auch nicht, wenn wir die gewinnen. Also brauchen wir schon immer... Und unter 20 Kills, aber in Squads? In Squad halt, also zusammen. Ja, das sehe ich ein. Ja. Ich meine, ich freue mich trotzdem, wenn wir einen Win, aber wenn ich auch irgendwie jetzt Fortnite mit 3 Kills oder so gewinne, dann... Hat man halt nichts gemacht in dem Spiel. Ja. Es ist halt, halt überlebt. So auch in Solos. Du hast halt rumgestanden und alle anderen haben sich gegenseitig getötet und du hast eigentlich nur einen Fight gewonnen und dann gewonnen. Ja. Und ich finde es viel cooler, Fights zu gewinnen, als tatsächlich das Spiel am Ende zu gewinnen. Hier, Yogi sagt auch, ich habe am Anfang auch sehr defensiv gespielt, aber mittlerweile ist mir das zu langweilig und ich gehe auch für jeden Kampf. Ja, also irgendwie, ich finde das auch spannender. Weil ich meine, das ist ja wirklich das, was im Spiel Spaß macht. Diese Herausforderung, dieses Wissen auch, okay, ich habe gerade für jemanden das Spiel beendet, so, weil ich besser war als der. Und das ist einfach das beste Gefühl in diesem Spiel. Das ist ja auch das, was es ausmacht. Du hast 100 Gegner, jeder ist gegen dich und jeder, den du ausschaltest, du kannst dir richtig vorstellen, wie die wirklich wütend sind dann vom PC. Das ist einfach das, was Spaß macht daran. Andere Leute wütend machen. Darum geht es bei kompetitiven Spielen. Ja. Du willst besser sein als andere. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, du kannst halt
jemandem zeigen, dass du besser bist, indem du ihn einfach besiegst. Ja. Wenn du wartest und sitzen bleibst und er dir vorbeiläuft, dann hast du ihm nichts gezeigt. Das ist langweilig. Auri meint auch schon, Team Expert braucht ein Fortnite-Team. Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken, wenn Fortnite irgendwann mal E-Sport-Relevanz erreicht. Weil momentan gibt es keinen Custom-Game-Modus und es gibt nicht mal einen Spectator-Modus. Mm. Das heißt, gab also schon, momentan ist es noch definitiv zu früh, aber wenn das sich irgendwie in die Richtung weiterentwickelt, wir halten auf jeden Fall ein Auge drauf. Mm. Horst, die fragt gerade noch, ob es mal wieder ein CSGO-Team gibt bald. Und wir können noch nicht sagen ja. Ja, wir können aber auch nicht sagen nein. Wir können auch nicht sagen nein. Also wir suchen. Ja, wir suchen. Wir suchen nicht aktiv. Nee. Aber wir haben unsere Augen offen. Ja, und wenn Bewerbungen reinkommen, gucken wir uns die auf jeden Fall genau an und wägen dann ab, ob das für uns interessant ist, das Team, oder nicht. Im Moment ist leider noch nichts großartig dabei gewesen. Aber na, ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal ein CSGO-Team wieder haben. Female E-Sport ist mittlerweile halt meiner Meinung nach so ein bisschen schwieriger geworden. Die ganzen Female-E-Sport-Arten sind auch wieder total irgendwie am Abnehmen, so wie ich das gefühlt habe. CSGO-Female ist irgendwie auch, hört man fast gar nichts mehr von. Ja, aber ich meine, bei CSGO-Female gerade jetzt Ende des Jahres, letzten Jahres, ich meine, da ist auch nicht mehr viel gewesen. Ja, also auch an Turnieren nicht, aber das ist ja generell, weil nicht viele Turniere sind. Jetzt bei Kopenhagen Games, die sind demnächst irgendwann, soweit ich weiß. Und da ist halt auch wieder ein Female-Turnier mit drin. Aber wenn halt keine Turniere sind, dann ich finde dieses kann Female halt, auch halt immer noch irgendwie, weil ich gucke mir das nicht gerne an. Ich finde es irgendwie. Ich kann da keinen Gefallen dran finden. Ich fände es viel cooler, wenn man einfach Mixteams spielen würde. Ich verstehe nicht, warum Frauen gegen Frauen spielen müssen und Männer gegen Männer. Ja. Weil es gibt einfach, meiner Meinung nach, es gibt einfach keinen Grund dafür, zumindest in sportlicher Hinsicht. Gibt's auch nicht. Und dadurch, dass halt der Female E-Sport dann eine viel kleinere Nische ist, sind natürlich die Leistungen halt auch einfach aufs Allgemeine bezogen, einfach nicht auf dem Niveau der Männer. Mhm. Weil du halt viel weniger Teams hast. Und dadurch natürlich auch ein viel, sag ich mal, viel weit gefächertere Leistungen, zum Beispiel einer Liga. Wenn ich jetzt 2000 Teams habe, dann weiß ich ja, in der besten Liga spielen wirklich die krassesten Teams. Wenn ich aber nur 50 Teams habe, dann kann es sein, dass vielleicht auch in der obersten Liga ein Team mitspielt, die vielleicht gar nicht mit den anderen mithalten können. Das war ja das auch ist so ein bisschen bei, das Problem, was ich bei Female E-Sport sehe. Das war ja auch bei unserem CSGO Female Team so, die haben trainiert nur gegen Jungs. Weil es gibt halt viel zu wenig Mädchenteams und es waren auch eigentlich nur 3 Teams, die gut waren an den Female-Teams. Und der Rest war halt so, die spielen halt ab und zu. So. Die haben halt auch nur gegen die Jungs trainiert, weil es halt viel zu wenig Auswahl gibt. Du kannst ja auch nicht immer nur dein ganzes Leben lang gegen ein Team spielen. Ja, eben. Dann lernst du ja irgendwann nichts mehr. Ja, eben. Ich meine, dann weißt du zwar perfekt, wie du gegen das Team spielst, aber bist dann mit anderen Teams wieder überfordert. Ja. Also ich weiß nicht, das ist so dieses Problem, was ich persönlich habe, wenn es wirklich um so Female-E-Sport geht. Ich fände das viel interessanter, wäre das gemischt. Ja. Meinetwegen würden dann Female-Only-Teams bei den Männern mitspielen. Also ich verstehe durchaus, dass es manchmal Probleme gibt bei Mixteams, gerade wenn es um Teamhäuser geht und sonst was. Auch zum Beispiel in Deutschland aus rein rechtlicher Natur. Das ist halt einfach teurer, größerer Aufwand. Aber ich fände es halt viel, viel interessanter, mal wirklich auch Female-Teams oder Mixteams zu sehen, die auf hohem Niveau spielen. Ich finde es auch cool mit unserem PUBG-Team, dass wir da die Olli mit drin haben. Ja. Wir haben ja ein Mixteam. Also wir haben tatsächlich ein Mixteam in PUBG. Mit Olli jetzt halt als Managerin. Als Managerin, ja. Aber die war ja vorher fest im Team mit drin. Aber jetzt hat sie die Managerstelle und halt, wenn irgendwer von denen mal ausfällt, dann ist sie als auch Substitute, wieder im Team mit drin. Genau. Und das funktioniert ja auch. Also ich verstehe es. Die haben auch keine Chance gegen die Männer. Ja, das ist halt die Frage. Das liegt halt, glaube ich, nicht daran, dass die Female-Teams zu schlecht sind, sondern es liegt einfach daran, dass es zu wenig Female-Teams gibt. Wie gesagt, das, was ich gerade erklärt hatte, wenn du die Top 10 der Männer-Teams nimmst und die Top 10 der Female-Teams, dann haben die Top 10 Männer sich unter Tausenden, Hunderttausenden Teams durchgesetzt und die Females vielleicht unter 100. Hm. Und deswegen kannst du halt schon gar nicht vergleichen auf einer Leistungsebene, weil die halt einen ganz anderen Weg hatten. Und deswegen ist es halt so schwer. Wird das gemischt, ist es halt die Frage, okay, vielleicht würden mehr Female-Teams kommen und vielleicht würde man dann auch sehen, dass Female-Teams so weiter, sag ich mal, in der Rangliste auch sich den Männern entgegensetzen. Ja. Weil es gibt sicherlich genügend individuelle Spielerinnen, die den Männern auf jeden Fall das was erreichen können. Ja, ich glaube, so eine Petra, die hätte dem einen oder anderen ganz schön den Hintern rasiert. Ich glaube, wenn, wie gesagt, Petra einfach mal auf, weiß ich nicht, bei irgendeinem wirklichen ESL-Profi-Team, die irgendwie auf ESL-One-Niveau spielen, mal als Sub spielen würde, ich glaube schon, dass die da jetzt, sag ich mal, nicht schlecht abschneiden würde. Nee, ich glaube auch nicht. Also einfach so von meiner persönlichen Einschätzung vom Spielstil. Vielmehr ist einfach mehr Marketing, ist einfach so. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist halt leider, man merkt das auch aus anderen Teams, dass da teilweise Female-Teams nur zum Marketing eingestellt werden. Ich wurde
ganz früher mal, das ist schon unendlich lange her, wurde ich auch mal von irgendeinem Team angefragt, die irgendwie mitbekommen haben, dass ich generell PC-Spiele spiele, ob ich nicht in ein Counter-Strike-Female-Team reingehen will. Und ich meinte zu denen, ich habe noch nie Counter-Strike gespielt. Die meinten, ja, nicht so schlimm. Und ich dachte mir so. Das ist halt wirklich so, die wollen okay. Einfach. Aber das ist so, das ist einfach pures Marketing. Die wollen ja, einfach Frauen in E-Sport-Jerseys auf ihre Website. Ja, auf ihre Website können die dann die Mädels packen in ihren Jerseys oder so. Gucken sich mehr Leute an, als wenn da irgendein Typ steht. Ist halt so. Das ist super traurig. Und ja. Auch da ist es halt wieder, das ist auch so ein Problem, was es auch auf Twitch gibt. Auch da ist es leider wieder so, dass egal welche Leistungen man als Frau in dieser Branche erzielt, man trotzdem noch seine Sexualität und auf sein Geschlecht, sag ich mal, reduziert wird. Ist traurig. Aber und ich glaube, das hält den Female E-Sport auch stark zurück, weil Leute einfach auf ihr Geschlecht reduziert werden. Mhm. Anstatt wirklich zu sehen, okay, was können die? Mhm. Deswegen sind wahrscheinlich auch viele Jungs dann so frustriert, wenn die irgendwann immer merken, dass sie gegen Mädchen verloren haben in irgendeinem Spiel. Tja, ist das noch so? Zum Teil, ich glaube schon. Ich glaube, wenn du gerade so in Richtung Counter-Strike oder so, bei so One-on-One-Matches, ich glaube schon, dass da manche Leute nicht so zufrieden mit sind. Ich habe ja auch viel Counter-Strike gespielt und also in CS kriegst du oft von Frauen auf den Sack. Ja. Also ich finde, du siehst da auch keinen wirklichen Skill-Unterschied, ob du jetzt mit Frauen spielst oder mit Männern. Nee, aber ich hatte da auch mal mit Lisa und so drüber gequatscht und die meinten zwischendurch, ist es schon, dann sieht man, oder wenn die zum Beispiel auf irgendwelchen Events halt gespielt haben und dann halt für irgendwelche Gewinnspiele oder sowas, die sind ja manchmal ziemlich frustriert und kommen halt aber am Anfang mit einem großen Selbstbewusstsein da rein. Panty Senpai meint gerade auch, also in der LOL EU LCS hatte letztes Jahr eine Ersatzspielerin, die sich bei den Challenger-Jungs durchgesetzt hat. Die war das bisher einzige Mädchen, beziehungsweise Frau, die in der LOL EU LCS war. Das ist generell so. Ich glaube, in der CS-Profi-Szene, so in den letzten 4, 5, 6 Jahren, war auf irgendwelchen Major-Turnieren auch noch nie eine Frau. Mhm. Also zumindest könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Tja. Aber so ist das halt. Ich bin gespannt, ob sich Female E-Sport, und ich hoffe, dass es irgendwann einfach nicht mehr Female E-Sport heißt, sondern einfach nur noch E-Sport, dass sich das wieder in eine positive Richtung entwickelt. Und ich hoffe auch, dass es dann in den nächsten Jahren, wie gesagt, mehr Mixed-Teams gibt. Weil es gibt einzelne Teams, in Counter-Strike leider noch sehr, sehr wenig. Mhm. Aber ich sehe da schon eine Zukunft drin. Wäre schwachsinnig, bestimmt, wenn Frauen niemals erfolgreich E-Sport spielen könnten. So, das ist ja... Weil, wie gesagt, ich sehe halt keinen Nachteil darin, wenn man weiblich ist. Warum sollte man in einem Spiel irgendwie schlechter sein als ein Mann? Also es gibt halt nun mal, beim Sport gibt es vielleicht leistungstechnische Sachen vom Körper her, die da unterschiedlich sind, aber beim E-Sport, Reaktionsgeschwindigkeit, ich glaube auch nicht, das ist dass ja nicht es vom da irgendwas großartig Unterschied ist. Es gibt der einzige Unterschied, der halt im Moment noch da sein könnte, ist dadurch, dass halt Frauen generell nicht vom E-Sport unbedingt leben können, dass sie halt noch andere Sachen nebenbei machen und deswegen halt deutlich schlechter abschneiden als die Jungs, weil die halt Fulltime spielen können. Das ist halt auch immer so eine Sache. Ja, klar, das ist wieder mit einer der Gründe, warum, sag ich mal, es mehr Männerteams gibt. Einfach weil es natürlich auch mehr Teams gibt, die Fulltime spielen, weil es generell mehr Teams gibt und dadurch sich einfach auch mehr Teams durchsetzen. Aber Mixed-Teams genau sind halt Kerle und Frauen. Ja, aber das ist ja auch bei, das ist aber auch bei Kerlen untereinander so. Also gerade wenn man sich so die deutschen CSGO-Teams anguckt, ob das jetzt Frauen oder Männer sind, ich glaube, das wird überhaupt gar keinen Unterschied machen. Und dass sich irgendwer an irgendwen ranmacht. Na, aber das hat einfach was mit Professionalität zu tun. Ja, also wenn das die einzige Ausrede ist, dann hat das Team eh keine Zukunft, ganz ehrlich jetzt. Weil ich meine, du musst ja als Profispieler das ist immer noch dein Job, so, du musst eine gewisse Professionalität dranlegen. Und komischerweise können Frauen und Männer müssen auch nicht getrennt arbeiten in Deutschland. Ja, die können das ja auch irgendwie zusammenarbeiten. Unten im Büro sitze ich auch mit Alex und Leon. Und geht bis gar jetzt, nicht, ne? Die ganze geht Zeit. Überhaupt nicht. Mein Gott, das ist so schrecklich, ich würde gerne nur in einem Frauenbüro arbeiten. Ja. Also am besten gibt es jetzt Frauenbüros bald. Ja. Frauenstädte, Männerstädte. Frauen- und Männerstädte. Es ist Kontinente. Es gibt Christopher sagt, das kannst du ja auch ein homosexueller Spieler andere Männer machen. Das hat halt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das hat was mit Professionalität zu tun. Ja, ist so. So, das ist halt Schwachsinn. Wenn du ein professioneller Spieler bist und ein Ziel hast, dann ist es total egal, ob du Männer oder weiblich bist. Basti schreibt auch, ich könnte auch nicht mit Frauen zusammenarbeiten, will die alle direkt bespringen. So ist das halt, ne? So geht das gar nicht. So ist es halt als Mann. Ne? Und generell, es gab ja dieses Zicken-Argument und dieses Diva-Argument, aber ganz ehrlich, was ich schon bei den E-Sport Jungs genauso, ja. Gerade bei deutschen Teams, was du da teilweise mitkriegst, die Gründe, warum sich Teams nennen, der war zu toxic oder wir haben uns nicht verstanden, der hat immer so alles nur ausgerastet oder die beiden haben sich nicht verstanden oder der hat dem den Computer geklaut. Hm, ich weiß.
Das meine ich ja, dass es nichts mit Mann und Frau zu tun hat. Ja, eben. Also es ist halt egal. Also das kannst du halt nicht als Ausrede nehmen für ein professionelles Team. Ja. Und wenn, dann bist du halt einfach nicht als Profi gemacht. Nee. Fertig. Und dann ist weder der Mann noch die Frau als Profi gedacht. Ja. Das sollte man schon trennen können. Ich meine, es geht ja, wie gesagt, auf der Arbeit geht es ja auch. Also, ja, das also ist warum sollte es da nicht gehen? Kein vernünftiger Grund. Ich meine, weiß ich nicht, irgendwelche Leistungssportler haben ja auch nicht nur männliche Teams dann hinter sich. Ja. Die werden auch mal nicht einen männlichen Sportpsychologen und einen männlichen Sekretär und einen männlichen Manager, einen männlichen Marketingagent. So. Die haben ja auch, das geht ja. Also warum sollte es denn da dann nicht gehen? Ich meine, ich verstehe, dass es halt ein größerer Aufwand ist, zum Beispiel für das Team, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich ein Teamhaus hast. Dann musst du rein rechtlich zum Beispiel in Deutschland schon sicher gehen, dass jeder sein eigenes Zimmer hat oder dass das zumindest getrennt ist. Ja, du musst getrennte Zimmer, meine ich, anbieten können und ein getrenntes Badezimmer. Ich weiß nicht, ob das schon bei so einer... Ich glaube, das ist erst ab einer bestimmten Firmengröße, dass du das trennen musst, soweit ich weiß. Ach so, das, ja, bei, auf der Arbeit. Aber ich weiß nicht, ob wenn mit Übernachtungen und so Sachen... Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht brauchst du dann getrennte... Ja, da brauchst du nämlich... Also das ist natürlich ein Aufwand, das steht im Ganzen vielleicht im Weg, gerade im professionellen E-Sport, was so Teamhäuser betrifft. Und da generell, du musst halt... sag ich mal, andere Bedingungen dann dafür erfüllen. Mhm. Ist aber auch wieder in jedem Land anders. Ich hätte zum Beispiel hätte auch Bock, ein Team in irgendeiner Sparte zu gründen. Nur für die Female-Sparte würde mir einfach Mates fehlen. Ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Allgemein müssen wir festhalten, dass Frauen im Landwirtschaftssimulator den Traktor schlechter parken können. Wow. Hat er recht. Aber ich meine, das Parken im Landwirtschaftssimulator gehört ja auch nicht zu den wichtigen Dingen. Im Landwirtschaftssimulator. Ich weiß nicht, in Rocket League ist das problematisch, da muss man sich schon richtig das hinstellen. Rückwärts? Gibt es mit Blinker, gibt es viele Mädels, die Rocket League spielen? Nicht, dass ich wüsste, also ich kenne kaum welche. Okay, ich habe es auch noch nie gespielt. Also es gibt quasi eine, die das halbwegs professionell gemacht hat, die heißt Karma, irgendwo aus Nordamerika, die spielt oder hat für Splice gespielt. Aber inzwischen ist sie auch eher als Kommentator da bei solchen Events halt. Okay. Also einfach ja, nur, da werden die Mädels auch gerne immer abgegriffen für so Moderationssachen und sowas. Ja. Oh, du kennst dich mit dem Spiel aus? Toll, wir brauchen unbedingt noch eine Moderatorin. Naja. Stell eine Frau auf die Bühne, das gucken mehr Leute zu. Ja. Es ist halt einfach so. Da werden sie auch immer weggegriffelt direkt. Das ist halt generell das Problem in der ganzen E-Sport-Agentur, dass die Leute tatsächlich, ich meine, auch diese Agentur lebt von Marketing und Geld. Hm. Ja. Und die Leute verdienen mit den Frauen lieber Geld, als sie spielen zu lassen. Das ist halt so. Weil wo so läuft dieser ganze Marketing-Gedanke. Die sehen, oh, Frau, die kann ich vorzustellen und auf Bühne und da kommen die ganzen männlichen Fans und dann mögen die mein Team jetzt. Das ist aber halt sehr schade. Aber so ist das bestimmt auch mit gut aussehenden männlichen Spielern. Ja, bestimmt. Meine These, warum das so ist, zumindest bei LoL, wird ja aus dem Challenger-Bereich Leute rausgesucht, die dann in der LCL-Teams kommen können. Das Problem hierbei ist, dass der größte Teil der Challenger-Spieler männlich ist. Somit können eben nur schwerlich weibliche Spielerinnen in die LCS kommen. Ja. Das ergibt Sinn. Das mag da muss man sein, sich halt die Frage stellen, warum sind hauptsächlich männliche Spieler Challenger? Ja, ich denke, das ist zum einen, wie ich auch schon vorhin meinte, weil Männer einfach viel mehr Chancen haben, überhaupt in der Szene irgendwie Fuß fassen zu können. Aber du brauchst ja keine Szene, um Challenger zu werden. Ja, aber ich glaube, für Challenger musst du schon ziemlich viel Zeit investieren, um auf Challenger, auf einem hohen Challenger-Niveau zu spielen. Und ich glaube, dass die Frauen sowieso eher ein Thema sehen, ja, wie hoch sind meine Chancen, dass ich da irgendwie erfolgreich drin sein könnte? Da mache ich lieber, setze ich meine Prioritäten auf irgendwas anderes, weil zu 99,99% wird sowieso nicht klappen. Männer sind eher so, ich werde Challenger. Ja, ich werde jetzt E-Sportler. Ich bin Level 25 in League of Legends. Ja. Das packe ich. Die Season geht noch. Ja, die Season geht noch. Season geht noch, 2 Wochen, auf geht's. Ich brauche die Jacke. Ja. Die Jacke ist wichtig, habe ich gehört. Die Jacke ist das Wichtigste. Hier, für Challenger musst du 8 bis 12 Stunden am Tag in Ranked spielen. Ja. Ach, ist das? Das ist aber ein bisschen übertrieben. Nee, das geht auch weniger. Also das geht definitiv. Bestimmt. Das geht auch, glaube ich, mit so 3 bis 4 Stunden, wenn du gut bist am Tag. Keine Ahnung. Auch das kann man sowohl als Mann als auch als Frau. Aber du brauchst natürlich auch länger, um Challenger zu werden, als ein Challenger zu halten. Stimmt. Ja? Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Wobei das vielleicht auch damit abhängt, wenn man jetzt heute anfängt und Challenger werden will, dann musst du vielleicht schon 12 Stunden am Tag spielen, weil du halt erstmal noch die letzten 5 Jahre nachholen musst, die andere schon spielen. Dann ist halt, also die Leute, die es länger spielen, müssen halt lang nicht 8 bis 12 Stunden spielen. Aber wenn du jetzt neu anfängst, auch, dann vielleicht schon. Das ist jetzt halt die Frage. Hier, Justin fragt gerade, bekommt Well bei Expert eine Eigentorprämie? Macht er so viele Eigentore? Ist das ein... Ja? Schätz mal so die durchschnittlichen Eigentore pro Spiel. Sag mal eine Zahl, nicht sag mehr. Durchschnitt pro Spiel? 0,3? Was? Nein, das ist also... Auf den ist schon Verlass. Also wir müssen schon
immer sicherheitshalber schon mal eins mehr schießen, so, weil wir Wellen im Team haben. Echt? Das ist so schlimm. Ich jetzt mal wirklich. Okay. Ich meine, ich habe ja auch ein bisschen Rocket League. Ich habe jetzt irgendwie 20 Stunden gespielt und ich habe vielleicht 2 Eigentore in den 20 Stunden gemacht. Eigentore frisst er zum Frühstück in 20 Stunden. Das war schon ganz lustig, weil also wir haben da immer Witze drüber gemacht, weil ihm das halt wirklich gelegentlich passiert, dass der richtig dumme Eigentore schießt. Und dann haben wir quasi 2018, irgendwie sicher halt am 1. oder 2. Januar direkt halt Rocket League gespielt gehabt, zu dritt, Kokawell und ich. Und dann hat der Junge das geschafft, an dem ersten Tag, wo wir gespielt haben, im neuen Jahr direkt 3 Eigentore zu schießen. An einem Tag. Oh, okay. Mann. Ich hoffe, ihr habt so einen Counter. Nee. So. Nicht? Also ich wollte eine Strichliste führen, aber ich habe keinen Platz mehr. Oh. Es ist Blatt voll. So schlecht. Okay. Ist das Blatt jetzt schon voll? In 19 Tagen? Eieiei, der Well. Vielleicht müssen wir den Zug doch stornieren. Vielleicht suchen wir uns jemand anderen Rocket League-Spieler. Ja, also, wenn ihr wir suchen einen neuen Rocket League-Spieler. Wir haben da vielleicht irgendwann noch einen Platz. Nein. Also die 8 bis 12 Stunden weiß ich von den LCS-Spielern wie Reckless, da ist ich unter den Top 10 der Challenger. Ja, ja als gut, Top 10 Challenger-Spieler. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Challenger und LCS-Profi und hier Weltmeisterkandidat. Oder halt einfach schon als Top 10-Spieler und Challenger. Ja. Also das ist, ich denke mal, also ich kannte ja auch ein paar Leute, die dann mal immer wieder regelmäßig Challenger waren. Und die haben schon viel gespielt, aber lange nicht 8 bis 12 Stunden am Tag. Oh, ich hatte damals bei meiner Berufsschule jemanden in meiner Klasse, der hat auch sehr viel League of Legends gespielt, der war auch Challenger. Und dann ist er irgendwann nicht mehr zur Schule gekommen. Tja. Aber der war immer sehr nett. Wenn man Challenger ist, warum noch meine komplette Mathe-Klausur bei dem abgeschrieben. Warte, warum hast du denn bei jemandem, der 8 bis 12 Stunden am Tag League of Legends spielt, deine Mathe-Klausur abgeschrieben? Was ist das für eine komische Entscheidung? Der war gut in Mathe. Ich hatte da in Mathe eine 3+ in der Klausur und dann dachte man, der Reich war voll gut. Ja, gut. Oder eine 2-, hat auf jeden Fall eine relativ gute Note für mich für Mathe. Das muss man schaffen, ne? Challenger sein und dann gleichzeitig noch eine gute Mathearbeit schreiben. Fendi schreibt, LOL hat ihn absorbiert. Das stimmt sogar. LOL hat ihn wirklich absorbiert. Das ist traurig. Ja. Der ist jetzt bestimmt sehr ein sehr kaputter Mensch. Ja, so innerlich. Ich weiß nicht. Alle Leute, die ich kenne, die League of Legends zu viel gespielt haben. Aber der hat ja auch davor schon viel League of Legends gespielt. Aber irgendwann kam er dann einfach nicht mehr. Die waren danach alle verbittert. Die haben das Spiel irgendwann hinter sich gelassen und wurden verbittert. Ja. Guck den Beruki an. Ja, stimmt. Der schmiert sich schon Schokolade ins Gesicht. Der ist fertig. Also der ist fertig. Das war's. Der hat keine Zukunft mehr als glücklicher Mensch. Ja. Das gibst du einfach auf, wenn du in League of Legends dich absorbieren lässt. Du wirst einfach nie wieder glücklich. Du wirst einfach von dem Spiel komplett absorbiert. Du wirst nie wieder glücklich in deinem Leben. Fitzwettmann. Hier, er schreibt auch gerade, was ist ein Challenger? A Challenger ist der höchste Rang in League of Legends. Ja. Das heißt, du 100, hast oder? Genau die Top 500, Top 100? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht sind es noch mehr als 100. Es ist auf jeden Fall der beste Rang. Also du hast ja in meisten Spielen dann irgendwie Bronze, Silber, Gold und wenn du das weiter hochrechnest, Diamond, Master, dann fängst du an, irgendwann auf Challenger zu kommen und da geht es dann nur noch nach Punkten. Dann bist du irgendwie Challenger mit einem Punkt oder Challenger mit 793 Punkten oder XYZ. Du sammelst halt dann immer mehr Punkte und so kommst du halt immer höher in dem Challenger-Ranking. Basti schreibt auch gerade, heutzutage sind die meisten Dia-Spieler ja schon mit den Köpfen über den Wolken und denken, sie wären sonst wie gut. Stimmt. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Aber du siehst immer das die großen. In allen Spielen so. Ja, du siehst immer Faker dann, wie er auf Twitch irgendwelche coolen Turnier-Highlights hinbekommt. Mhm. Und dann denkt man natürlich so, ich bin auch schon ganz schön gut in League of Legends. Ja, und dann kommt der 0815 Casual-Spieler mit seinem Fraps. Nimmt ein Video auf. Hat noch jemand Fraps benutzt? Weiß ich nicht. Nimmt ein Video auf. Edit das ein bisschen und spammt dann alle Teams, die es gibt, damit zu so, hey, ich bin voll der gute Spieler. Mit ein bisschen mehr Training könnte ich auch Top-Spieler sein. Dann noch so anständige Musik drauf. Ja, 5000 Euro Gehalt, bitte. Mindestens. Das bringt mich aber auch noch auf eine Idee. Ihr kennt das doch bestimmt auch, diese Rocket League-Montagen, wenn die da rumfliegen und tolle Tore schießen. Well hat schon 2 Eigentor-Montagen. Der hat Eigentor? 1 und 2. Das sind immer solche dummen Situationen, wo der Ball dann halt das Eigentor aufnimmt. Der mimt sich dann aber auch wirklich selber, ne? Ja. Eieieiei. Okay, ich hoffe am Samstag. Oh gut, er spielt ja zum Glück am Samstag nicht. Genau. Dann war meine Entscheidung ja gut, Will casten zu lassen und spielen zu lassen. Dann bin ich froh. Painty benutzt noch Fraps. Echt? Warum? Hast du nicht irgendeine Alternative für ihn? So auf die Schneller? OBS nutzen die meisten Leute mittlerweile. Es ist deutlich praktischer. Das kann auch auf und es ist gratis. Normal. Ja. Fraps nicht auch gratis? Das denken alle, weil das jeder gecrackt hat. Ach so. Ich habe das tatsächlich gekauft. Ich habe noch eine Fraps-Lizenz. Ja. Ich habe auch eine DxStory-Lizenz. Ich habe alle Aufnahmeprogramme gekauft. Und habe coole WoW-PvP-Movies gemacht. Also es gibt eine ganz alte Version von Fraps, die war gratis, aber ich glaube, mit der konnte man nur 30 Minuten aufnehmen. Und da war dann auch so ein kleines Fraps.com-Watermark drin. Mhm. Sehr merkwürdig.
Aber das Programm ist jetzt auch schon gut ein paar Jahre alt. Also ich hatte eine Backup-Platte und auf der waren die ganzen alten Backup-Platten quasi gespeichert. Und da habe ich eine Fraps-Version von 2001 drauf gefunden. Oh. Und die sah auch echt aus, als wäre die von 2001. Mhm. Aber du hast in der Readme noch gesehen, Update-Notes, Patch-Notes zur neuesten Version 2001. Das ist cool. Ich glaube, ich habe die sogar noch. Basti hat auch noch geschrieben, Diamond-Spieler werden nur von den Mates zurückgehalten. Mit ordentlichen Mates werden die locker LCS. Locker? Locker, ist alle. Ist immer so. Ist auch so, dann die Gegner sind immer unfair und die Mates sind immer scheiße. Sind immer geboostet, die Mates. Ja, immer. Die halten dann einfach zurück. Hatte ich damals auch. Ja. Ich wäre auch League of Legends Profi gewesen. Ja, aber du bist leider nach deinen 10 Plays mit Managers verloren. Ja, ich habe einfach gesehen, dass die anderen Leute zu schlecht sind. Ja. Und ich konnte mich da... Du hast aber auch einfach richtig viel Pech. Ich meine, guck mal, du hast 10 Plays mit Matches gemacht, direkt wo du 30 geworden bist, hast nur schlechte Mitspieler. Nur schlechte deswegen Mitspieler. Hast du alle 10 verloren. Ja. Die hätten ein bisschen mehr üben sollen von den Placements. Ist so. Nicht alle runtergezogen, die Spieler. War sehr traurig. Ich habe dann Fraps auch League of Legends auch deinstalliert nach den 10 Placements und dachte mir, okay, 130 Stunden Spielzeit, das war jetzt auch genug. Na gut. Wir machen dann gleich weiter mit Rocket League. Dann können wir endlich ein bisschen zocken. Weil ich gesagt, ich bin heute viel zu müde zum Reden. Ohne Eigentore. Ohne Eigentore hoffentlich. Vielleicht bin ich dann. Du zeigst mir ein bisschen Rocket League. Ich meine, ich spiele es ja nicht zum ersten Mal. Aber zum ersten Mal seit, glaube ich, über einem Jahr. Ihr könnt vielleicht ein bisschen was noch lernen über Rocket League, falls ihr euch noch nicht so gut auskennt. Vielleicht den einen oder anderen coolen Fachbegriff, damit ihr dann morgen überhaupt irgendwas versteht, wenn Well anfängt, dann in Rocket League-Anglizismen zu reden. Ja. Wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbepause. Touch, danke dir fürs hier rumsitzen. Kein Problem, gerne. Kannst jetzt wieder richtige Arbeit machen. Das ist schön. Während wir Videospiele spielen. Ja. Wir sehen uns gleich nach der Werbung wieder dann mit Rocket League hinter mir auf dem Sofa. Und bleibt kurz dran. In 3 Minuten sehen wir uns wieder. Bis gleich.